Wir sind hier wieder in der Garage. Der Mercedes ist nicht mehr da. Den haben wir verkauft. Nein, der steht auf dem Parkplatz. Und heute wollen wir mal wieder was kochen. Mit Jörg hatte Geburtstag. Yep. Hat so einen schicken Grill bekommen. Wir wollen heute einen Burger machen. Einen Midlife-Burger. Was brauchen wir für unseren schicken Burger alles? Wir brauchen eine Papierrolle. Damit machen wir uns die Hände sauber. Tomaten. Die werden später so klein geschnibbelt. Champignons, die schnibbeln wir auch klein, dann kommen die in die Bratpfanne und dann werden sie angebraten. Genauso wie die Zwiebel, die wird auch angebraten. Salat, Cheddar-Käse, eine Geheimrezeptur-Käsesoße, Salzgurken, Chips, 2 Kilo Hack, das ist ganz wichtig, und Brötchen. Ach ja, ein bisschen Gewürze habe ich vergessen, ne, die kommen da auch noch rein. Und allerwichtigste, Bier. Wir haben noch gar nicht angefangen und hier ist überall schon Dunst. Was machen wir mit dem Hackfleisch? Das ist hundertprozentiges Rindfleisch, hoffe ich zumindest. Da machen wir nur Salz und Pfeffer rein, weil alles andere brauchen wir nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier funktioniert. So, dann machen wir gleich beide an. Also für 2 Kilo brauchen wir einiges. Das ist ein ganz bisschen viel. Nee, nur ich glaube, das ist noch wenig. Dann ist jetzt 2 Kilo. Das Fleisch sieht man hier kaum noch. Das muss schön würzig sein. So, ich glaube, das muss erstmal reichen. Jetzt nehmen wir so 2 Handschuhe. Die haben wir letztens beim Autobauen benutzt. Aber die sind dann noch gut. Und dann wird das alles schön durchgemischt. Ich glaube, dein Salz ist nicht salzig. Mein Salz ist nicht salzig. Das ist ein Grillreiniger. Das ist ganz, ganz wichtig. Damit das den Rauch, das rauchige Aroma ergibt, muss man das hier reinsprühen. So macht man einfach oben drauf drücken. Zack. Sieht schon gut aus. Nein, das ist Rapsöl. Nicht, dass ihr uns falsch versteht. Rapsöl sollte man nicht zu viel reinmachen, sonst brennt nachher alles. Jetzt sieht die Masse so aus, klebrig und eklig, wird später aber lecker. Für einen guten Burger braucht man ungefähr so 180-200 Gramm von diesem Hackfleisch. Und ich mache das immer so nach Auge, so eine Kugel. Die so gut in die Hand passt. Wie so ein Schneeball. Wie so ein Schneeball. Ja, vielleicht noch ein bisschen größer. So. Das ist ungefähr für einen Burger ausreichend. Nachher drückt man das zusammen und dann passt das. So, und davon mache ich jetzt erstmal ganz viele. Ja, ist noch ein bisschen zu wenig. So, das ist eine gute Kugel. Wie viele Burger kriegen wir damit fertig? Ja, wir haben knappe 2 Kilo gekauft. Also müssten wir ja eigentlich, wenn mein Augenmaß stimmt, um die 8 Burger daraus kriegen. Jurczyk, und wenn du uns dabei zusiehst, wir essen einen Burger für dich. Auf jeden Fall. Und das Bier trinken wir natürlich auch mit. Na klar, ohne Bier geht hier gar nichts bei uns. Die Bowls sind fertig. Nicht unsere Bowls, sondern die Fleischbowls. Genau. Es sind genau 8 Stück geworden, habe ich gut geschätzt. Die einen ein bisschen kleiner, die anderen ein bisschen größer, aber das ist ja für den jeweiligen Appetit gedacht. Und als nächstes müssen wir die Zwiebeln und diese Pilze hier, die müssen wir erst einmal anbraten. Diese Skawarotka da hinten, ja, die müssen wir erstmal schnibbeln. Und genauso die können wir auch schon mal schnibbeln und die können wir auch schon mal schnibbeln. Also geht das jetzt ans Schnibbeln, das was Vita so gerne macht. Ich wollte gerade sagen, lass mich raten, ich bin derjenige, der schnippeln darf. Das ist, ja. Wir fangen erstmal mit den Pilzen an. In 3 Teile und das reicht. In 3? Ja. Also so ist, und dann in 3 Teile? Genau. In 3? 3 Teile. Jetzt ist schwierig. Oder Viertel? Nein, Vita in 3 Teile, guck mal. So, darf ich dir das mal vorführen? Ja. Halt mal die Kamera. So, zack, ein Teil. Ah, ein Streifen. Also, okay. So ungefähr wird das reichen. Ich dachte, du meinst genau, so. Okay, das Ding ist ein bisschen groß, das kann man in 4 Teile schneiden. So ungefähr. Okay, Vitok, ich habe schon verstanden.
Warum unbedingt so? Weil die müssen ja flach sein, wenn die nachher gebraten sind. Sind die ja noch ganz dünn, die sind dann braun. Ja, und dann packt man die ganz schön flach auf den Burger drauf. So, jetzt schnibbeln wir die Zwiebel. Ganz normal, wie halt jeder so die Zwiebel schnibbelt. Schnibbeln oder was? Nee, genau, die schälen wir ja gerade erstmal. Es gibt aber einen Trick, wie man keine Tränen bekommt, wenn man Zwiebel schält oder schnibbelt. Das Messer immer schön unter Wasser halten und dann schälen oder schnibbeln. Und dann muss man nicht weinen. Schnibbel, schnibbel mache ich immer so, dass ich die immer in der Hälfte schneide. Nicht zu verwechseln, die Leute, die das frisch auf den Burger machen, die machen ja immer Kreise. Und ich will das Ding ja anbraten. Deswegen schön grob, wie bei dem Plov. Wenn da jetzt irgendein Sternenkoch guckt, der sagt, was sind das für Amateure? Und genau das sind wir ja auch. Ich weine nicht, weil ich die Zwiebel schneide, sondern weil Jurczyk nicht da ist. Jeweil. Vitoks Grill wird zum ersten Mal benutzt. Und ich wollte das schon trinken, ich dachte, das wäre das Bier. Da packen wir die Skavorodka drauf. Die lassen wir ein bisschen heiß laufen. So, packen wir alles drauf. Fängt langsam an zu brutzeln. Ich mache da extra kein Öl rein, weil sonst ist das der Burger ziemlich versüfft und das wollen wir ja nicht. Und das Öl, wir haben ja dieses Sprühzeugs, habe ich zum ersten Mal heute gesehen, einfach nur ganz, ganz wenig darauf tun und das reicht auch. Ein kleines bisschen Salz drüber, nicht zu viel, ein bisschen Pfeffer und das reicht. Dann geben wir dem Ganzen ein bisschen Öl. So. Und dann schön aufheizen und abwarten. Und immer wieder, wenn man sieht, dass da unten alles brutzelt, aber nicht so viel Öl ist, und immer so ein ganz, ganz kleines Stückchen Öl dazugeben und dann gleich ein bisschen umrühren. Das sieht sehr professionell aus, was du da machst. Ja, ich habe schon Burger gemacht, da war ich noch gar nicht geboren. Und jetzt riecht meine Garage auch noch nach Pilzen. Jawohl, aber bald kommt der Mercedes wieder rein und dann riecht das wieder nach dem Vito. Die Pilze sind jetzt rosa angebrutzelt, da, so ein bisschen. Rosa? Ja, so rosa-braun, so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das für meinen Geschmack schon genug. Rein damit. Das ist auch nicht schlimm, wenn die Pilze nachher auf dem Burger kalt sind. Weil wichtig ist, dass das Fleisch heiß ist. Als nächstes kommen die Zwiebeln. Eigentlich nach demselben Schema. Die werden genauso hier in eine trockene Skavorodka reingepackt. Und dann ganz, ganz wenig mit Öl verdünnt. So, rein damit. Die Zwiebel, die geben wir noch ein bisschen Saft ab, deswegen erst einmal die Zwiebel in dem eigenen Saft brutzeln lassen, bis das einigermaßen trocken wird und dann kann man ein bisschen Öl eingeben. Oder wenn man merkt, dass sie anfangen zu brennen, so wie jetzt zum Beispiel. Und das gleiche Schema wie vorher. Da werden die schon goldig. Mmh, perfekt. Bei den Zwiebeln ist das genauso wie bei den Pilzen, dass oben so ein leichter Ölfilm nachher übrig bleiben soll. Jetzt nicht zu viel, weil die werden dann nachher matschig und dann ist es auch genug. So, die wenden wir auch so hin und her die ganze Zeit und brutzeln die so lange, bis sie nicht mehr so bissfest sind. Bei Zwiebeln ist das besser, wenn die nicht so bissfest sind. Für den originalen Mittlaufburger. Dann nehmen wir Cherry-Tomaten. Warum nehmen wir Cherry-Tomaten? Weil die süß sind. Deswegen sind sie besser geeignet für einen Burger. So, die schnibbeln wir jetzt auch. Man nehme den Pomidor und schneide den am liebsten so in ungefähr so dicke Scheiben. Weil der wird nachher auch ein bisschen angebraten. Wie viele willst du davon jetzt schneiden? Ich denke so pro Burger ungefähr 3-4 Stück.
Also vier Scheiben meine ich jetzt. Ja, es kommt natürlich darauf an, was die Leute so mögen. Ne? Also wenn Leute einen Tomatenburger mögen, dann sollen sie gerne sich austoben, dann können sie nur Tomaten draufpacken. Aber das ist nicht unser Original Midnight Burger. Ich guck mal nach den Zwiebeln. Ja, guck mal. So ungefähr müssen die später alle aussehen. Aber nicht zu angebrannt. Wie Jurczyk schon beim letzten Wurfkochen gesagt hat, bei den Russen ist immer ein bisschen mehr besser als ein bisschen zu wenig. Wie doch riecht man mit der Kamera? Mmh, lecker. Riecht gut. Während die Zwiebeln noch brutzeln, müssen wir noch diese Salzburg, das was die Russen zum Wodka immer gerne trinken, essen. Das machen wir heute Abend schon auch noch, oder? Na klar, wir müssen ja deinen Geburtstag noch nachfeiern. Ja. Ach so, genau. Nachträgliche Geburtstagswünsche sind Pflicht unter diesem Video da unten in den Kommentaren. Ja, nicht vergessen. Die schnibbeln wir jetzt auch, weil die bei uns jetzt ein bisschen zu klein geraten sind. Das sind ja so Mini-Salzgurken. Würde ich jetzt die Dinger längst schnibbeln. Ne? Auch wieder in drei Teile oder was? Ja, ist halt Midnight-Burger, ne? Ist alles schön grob. Ne? So, kann man das sehen? So ungefähr. Hauchdünn. Guter Geschmack. Wie viele machst du davon? Wie Türk, ich habe keine Ahnung. Ich mache erstmal alles, was da in der Schüssel ist. Und dann kommt es ja darauf an, was so in so einen Burger reinpasst. Das ist ja kein Döner. Ich habe diese kleine Lopate in der Hand, das heißt, die Zwiebel ist fertig. Ja, nach meinem Geschmack ist das immer ein bisschen rosa und angebrannt. Warum ein bisschen angebrannt? Weil das gibt ziemlichen Geschmack. Aber wenn das alles verbrennt, ist das natürlich scheiße. So, in die nächste Schüssel rein. Die Tomaten brutzeln wir auch ein bisschen an. Und zwar nicht brutzeln, sondern die schwitzen wir noch ganz, ganz leicht an, damit sie eine leichte Bräune bekommen und nicht so viel Wasser drin haben. Weil Wasser macht den Burger matschig und das wollen wir. Auch so ein Stückchen Salz drauf, aber nicht viel. Pfeffer. Reicht. Und wenn ihr das so wie ich in der gleichen Pfanne macht, dann braucht ihr da kein Öl mehr drauf, weil da ist genug Öl. So, und dann ist es wichtig, dass wir das einfach nur ein bisschen anbrutzeln, sodass das Wasser da einfach mal verdampft. Und dann ist gut. Dann ist das auch fertig. Ein bisschen karamellisieren die Tomaten. Genau so müssen die sein. Vor allem, das kann man an diesen Enden immer gut sehen. Das geht hier alles ein bisschen ein. Und jetzt machen wir als nächstes die Bulki. Nicht zu verwechseln mit der Bulki, die man hinten hat. Die brutzeln wir ganz, ganz leicht an, weil die sollen ja nicht braten, die sollen ja einfach nur ein bisschen knusprig werden. Dann packen wir die erst einmal so drauf. Die sollen jetzt nicht anbrennen oder sowas, vielleicht mal so ein bisschen Spuren von diesem Rost bekommen. Aber die sollen nicht anbrennen. Ja, guck mal, so ist es perfekt. Noch ein bisschen. Da kann man drauf drücken. Da macht das, weiß ich, ob das vom Dings die knuspern so leicht. So, die Bulki haben wir jetzt angetoastet. Jetzt geht das an das Fleisch. Man nehme ein bisschen Öl, tue das auf so ein Brett, tue das ein bisschen verschmieren. Und dann nehme man eine unserer Balls, die wir vorher gemacht haben. Ein bisschen zusammendrücken. So, warum ist das Ding so riesig? Weil es ist ja deutsches Fleisch. Und deutsches Fleisch zieht sich komischerweise beim Grillen immer zusammen. Und deswegen muss das immer ein bisschen größer sein als diese Bunker da hinten. Am besten. So. Und dann ungefähr, damit das auch von innen ein bisschen rosa bleibt, maximal 1 cm dick. Das ist jetzt so meine Faustformel. Und dann ungefähr, ja, je nachdem wie das Brötchen ist, so groß, nachher wird das ungefähr, ja, so 1 cm könnt ihr später davon wegnehmen, wird ein bisschen dünner.
Der ist nicht unbedingt rund, das muss aber auch nicht sein, weil das ist ja ein Männerburger. Guck mal, wenn wir so eine Burger nehmen, wenn du die drauf packst, genau das, was jetzt übrig bleibt, ja, das wird, umso viel wird das Ding kleiner. Und dann passt das ideal. Du musst mir einfach vertrauen. Bitte. Ansonsten, Fleisch hat noch niemanden geschadet. Na dann brutzeln wir das gute Stück mal. Und während das gute Stück brutzelt, fangen wir schon mal an, den Burger zu bauen. So, dafür brauchen wir eine Bunker. Es gibt beim Burgerbauen immer zwei Seiten. Einmal die Unterseite und einmal die Oberseite. Es ist ganz banal, aber es ist wichtig. Einmal in Kreise gedreht. Zack. Nicht zu viel, sonst wird es zu matschig. So. Und einmal die Barbecue-Soße. Nur ein bisschen. Weil die ist ja stark. Das reicht. So, die Unterseite bleibt so. Auf die Oberseite kommt dann das ganze andere leckere Zeug. Ey, wir kommen da rein spazieren. Der Dick ist da. Jo, Bro. So, wir machen gerade den Burger für dich. Und nun geht es weiter. Die Unterseite, nichts drauf. Die Oberseite, da packen wir wieder ein bisschen Soße drauf, aber nur ein bisschen, weil sonst wird es zu matschig. So. Wieder ein bisschen andere Soße drauf, diese Barbecue-komische Soße. Zack, fertig, nicht zu viel. Und dann kommt da oben drauf der schöne Salat drauf. Weil Jürgen mag ja Salat. Da oben drauf, da ist unten drauf. Alles in Maßen. Auch die Salz und Gurken, ein paar Pilze. Aber die Hälfte musst du noch nachher umdrehen, oder nicht? Mit Gott vertrauen wir einfach. Da drauf packen wir unsere schicken Tomaten. Diese guten Dinger, die sind einfach nur dafür da, damit das ein bisschen knuspert. Deswegen nicht übertreiben für die Schnitzel, aber nur ein paar Stück rum. So, und jetzt kommt am Ende kommt das Leckerste. Und zwar diese schönen Röstzwiebeln. Davon kann man nie genug haben. Deswegen alles ruft, was passt. Und als allerletztes unsere geheime Midlife Brass Käsesoße. Ja, so ein Löffel voll, nicht übertreiben. Diese Seite ist fertig. Jetzt müssen wir nur noch das Fleisch abwarten. Meine Erfahrung sagt, dass es genug ist. Und zwar ist es ganz wichtig, dass man das so dreht. So. Weil dann erkennt man, dass man das auf der Flamme macht. Als nächstes und als letztes kommt der Cheddar-Käse drauf. Wenn ihr so einen schicken Deckel habt, dann kann man den so richtig schön zumachen. Und dann ist er ein paar Sekunden zerlaufen. Dann kann man den schon auf den Burger machen. So, jetzt machen wir mal wieder auf. Perfekt. Guck dir das, diese Schönheit mal an. Wunderbar. So, dann nehmen wir das gute Stück runter. Und jetzt kommt der Clou mit diesem unteren Teil. Das kommt, ein Stück Fleisch kommt da drauf. Und jetzt ist das ganz einfach. Dieses einfach so zu nähen, einmal umzudrehen und hier drauf zu packen. Ein bisschen zu drücken, das Ganze zu nehmen, einmal umzudrehen und dieses gute Stück hier hineinzustecken. Und so haben wir ein kleines Kunstwerk geschaffen.